Lukaku-Wechsel vor dem Abschluss. Romelu Lukaku steht vor einem Wechsel zu Manchester United. Der Europa-League-Sieger hat eine Einigung mit dem FC Everton erzielt. Das gab United via Twitter bekannt. Billig wird der belgische Stürmerstar allerdings nicht. Über 100 Millionen Euro muss Manchester inklusive Bonuszahlungen laut dem Guardian auf den Tisch legen. Außerdem scheint Uniteds Wayne Rooney im Tausch zurück zu seinem Ex-Club Everton zu wechseln. Millionendeal. Geht Campbell nach China? Um hohe Summen geht es auch bei einem möglichen Transfer von Bayer Leverkusens Kevin Campbell. Der 26-Jährige hat das Interesse des chinesischen Clubs bei Jingguan geweckt, der von Ex-Bayer-Coach Roger Schmidt trainiert wird. Knackpunkt ist jedoch die Ablösesumme. Leverkusen möchte 30 Millionen Euro für den Slowenen, während Beijing nur 20 Millionen zahlen möchte. Bayern hat Toljan im Blick. Noch kursieren keine möglichen Ablösesummen für Jeremy Toljan. Doch laut Bild steht der U21-Europameister auf der Einkaufsliste gleich mehrerer Clubs, unter anderem beim FC Bayern. Ein Wechsel des 22-Jährigen ist durchaus vorstellbar, da Toljans Vertrag im kommenden Sommer ausläuft. Sollte er nach München wechseln, wäre Toljan nach Süle und Rudi bereits der dritte Hoffenheimer, den es zum deutschen Rekordmeister zieht.